Hallo und herzlich willkommen zu meinem Aufgebraucht-Video. Das ist das letzte Video für heute, was ich mache. Ich habe einen Videodreh-Marathon hinter mir. Weil ich jetzt super viel für euch vorproduziere. Ich wollte auch die Sachen weghaben. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir haben jetzt ein Kind. Und ich weiß noch nicht genau, wie es zeitlich hinhaut. Deswegen wollte ich so viel wie möglich jetzt erstmal vorproduziert haben. Wenn sie Mittagsschlaf macht, dann kann ich das schneiden. Oder halt, wenn sie abends im Bett ist, dann kann ich das schneiden. Und wollte ich jetzt, bis es sich eingependelt hat, jetzt erstmal noch ein paar Videos auf Vorrat haben, damit ihr da auch versorgt seid. Und ich habe jetzt noch zwischendrin meine Haare gewaschen. Ist jetzt natürlich blöd, wenn ich das jetzt sage, weil das Video, wo die Haare so ein bisschen komisch aussahen, schon online ist. Bevor ich das sage, dass die Haare da komisch aussehen, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall durch das ganze Licht und weil ich noch geputzt habe zwischendrin, sahen die Haare so ein bisschen nicht mehr so toll aus. Habe aber trotzdem Videos gedreht. Ich hoffe, es kommen keine blöden Kommentare. Aber die kommen so oder so. Ich wollte euch zeigen, was ich aufgebraucht habe. Und zwar zum einen was zum Baden von Isana. Verwöhnbad Sweet Elegance. War ganz gut, hat aber mein Mann meistens benutzt. Ja. Es werden jetzt nicht mehr so viele Badesachen leer gehen, weil mein Mann hat ja immer super viel gebadet. In der neuen Wohnung haben wir jetzt aber eine sehr kleine Badewanne. Da mag er das nicht mehr so gerne mit dem Baden. Und ich habe noch gar nicht da drin gebadet, weil es mich jetzt auch nicht so anspricht. Deswegen werden jetzt nicht mehr so viele Badesachen erstmal leer gehen. Wird ein bisschen dauern. Macht ja aber nichts. Dann ist vorhin gerade leer gegangen beim Haare waschen. Das hier. Und zwar ist das von Balea, das Kokos-Ananas-Shampoo. Ich fand das nicht schlecht, kostet 50 Cent. Mein Mann hat es auch ab und zu benutzt. Und ich bin damit völlig zufrieden. Mir hat es gereicht. Habe danach sowieso immer eine Haarkur benutzt. Duft war toll. Also ich fand es gut. Dann ist leer gegangen ein Weichspüler. Ich zeige ja nicht so häufig so Haushaltssachen. Ich finde das so langweilig. Softlan Bouquet der Düfte. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich bei Rossmann gekauft. Die Flasche hat mich halt extrem angesprochen. Und das riecht richtig gut. Oh, das würde ich mir auch wieder nachkaufen. Aber das ist eine super kleine Flasche. Und ich muss viel Wäsche waschen, jetzt halt sowieso noch mehr mit Kind. Ich kaufe da lieber so eine große Flasche. Dann die Bodybutter leer gegangen von The Body Shop. Die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich überlege, den Tiegel aufzuheben, aber für was? So ein Riesenteil? Weg. Fand ich gut, hat toll gepflegt, der Duft war schön, war nicht zu reichhaltig, aber hat mir sehr gut gefallen, würde ich mir auch mal wieder nachkaufen. Dann ist hier noch was von meinem Mann in der Tüte. Er hat eine eigene aufgebrauchte Tüte, aber er schafft es nicht, das Video abzudrehen. Vermutlich hat er das dann einfach da reingeschmissen oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist leer gegangen von Rituals, das Shampoo, das liebt er. Die haben das jetzt aber geändert, aber trotzdem gefällt ihm der Duft noch. Ich habe ihm davon nämlich einen Deo-Stick gekauft. Und wie heißt es? Ritual of Hammam. Hat ihm sehr gut gefallen, haben wir auch noch da. Dann aufgebraucht Sensodyne, diese Zahncreme, fand ich toll, habe ich jetzt auch eine Zeit lang immer wieder benutzt, habe mir jetzt aber wieder die Meridol nachgekauft und irgendwie finde ich, dass die auch ein frischeres Mundgefühl hinterlässt, aber die war auch gut und ich glaube, ich habe die auch noch einmal da, bin mir aber nicht sicher. Dann meine allerliebste Handcreme. Ich benutze ja eigentlich nur die immer. Habe ich auch noch bestimmt 5-6 Mal da. Brauche ich einfach immer. Und ich benutze halt eigentlich nur die. Dann Wattepads aufgebraucht von Profissimo DM. Nichts Spektakuläres. Dann von Isana habe ich mir jetzt auch mehrfach nachgekauft. Diese größeren 100 Stück fand ich gut. Wie gesagt, habe ich mir jetzt nachgekauft. Dann jede Menge Masken. Einmal eine Fußmaske von Action, die war richtig toll. Wollte ich mir auch nachkaufen, gab es aber nicht mehr. Schade. Ja, die fand ich wirklich toll.
Dann eine Gesichtsmaske von Action, die war auch echt schön. Panda Face, die sind nicht teuer, die versorgen die Haut gut mit Feuchtigkeit. Und also ich habe da nichts zu meckern bei den Action-Masken. Dann von Dr. Satin so eine koreanische Tuchmaske. Ja, habe ich noch mehrmals da. Das ist eine Kollagenmaske, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, habe ich noch super viele davon da. Dann eine Schlafmaske habe ich gemacht. Und zwar von einer Freundin aus Taiwan, hat sie mitgebracht. Das ist aber made in Japan. Ja, das ist halt so eine Schlafmaske, die packt man aus und wenn die mit Luft in Berührung kommt, dann wird die warm, dann legt man die sich so auf die Augen. Ist halt wie so eine richtige Schlafbrille. Dann macht man das hier so rum, klemmt sich das hinter die Ohren und dann wärmt das die Augen. Man kann sich entspannen und kann dann super gut schlafen gehen. Dann noch eine Tuchmaske von Action, halt mit so einem Katzengesicht. Fand ich auch schön. Wie gesagt, ich habe da nichts zu meckern. Dann Balea Tuchmaske mit diesem Kamel. War auch nicht schlecht. Dann die war jetzt relativ neu mit Mangoduft. Fand ich toll, hat gut gerochen. Und auch die mit Melone. Die hat mir auch sehr gut gefallen, hat schön gekühlt. Der Melonenduft war auch angenehm. Auch für mich, obwohl ich eigentlich keinen Melonenduft mag. Dann, ich habe super viele Masken, ich zeige sie euch jetzt. Die hier, die habe ich glaube ich auch letztens schon gezeigt. Ich fand die gut. Von The, wie heißt das? Beauty Mask Company. Ich dachte immer, das gäbe es nur bei Rossmann, aber ich habe das jetzt auch bei anderen Läden gesehen. Dann von Detox, die Vitamin C Face Mask, die war schön, hat mir richtig gut gefallen. Die war in der Glow Goodie Bag, soweit ich weiß. Insgesamt spricht mich die Marke auch sehr an, aber ist nicht günstig. Dann von Action noch eine gemacht, Gold Mask. Und ja, die fand ich so lala. Ja, wegen der Beschaffenheit der Maske. Die habe ich im Maskenvideo gemacht. Ja, ich habe es dann jetzt. Die habe ich im Maskenvideo gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut euch das Maskenvideo an. Und dann habe ich noch von Avon eine koreanische Maske gemacht. Super schöne Verpackung. Und ich finde die Masken von Avon wirklich richtig toll. Schaut da mal rein. Dann habe ich noch Augenmasken gemacht. Ja, ich brauche das. Ich bin oft müde. Aufgrund gewisser Umstände. Ich darf nichts mehr sagen. Ihr wisst wahrscheinlich. Ja. Fünfmal die Augenmaske von Action. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Kostet 59 Cent. Und ich habe die auch noch super oft da. Ich finde die wirklich, wirklich toll. Dann sind Reinigungstücher leer gegangen von Nivea. Fand ich nicht schlecht, aber die Tücher waren super klein und auch sehr, sehr dünn. Also war so ein bisschen, hätten größer sein können. Dann ist noch ein Duschgel leer gegangen von L'Occitane. Das war in einem Zuschauerpaket. Ich weiß leider nicht von wem. Da war nichts dabei. Kein Name, kein Brief, gar nichts. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Das war ein ganz, ganz toller zitrischer Duft. Ja, fand ich schön. Würde ich auch noch mal nehmen, wenn ich das irgendwo sehen würde. Dann, wie in meinem Video angekündigt, ich weiß noch nicht, ob ihr es gesehen habt, vielleicht seht ihr es noch, wo ich meine Face-Produkte sortiert habe. Und zwar diese hier, die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal aufgebraucht, habe die auch noch mal da. Ich finde die eigentlich ganz gut, aber inzwischen ist sie mir nicht mehr reichhaltig genug. Ja, aber ich finde die nicht schlecht. Avancé ist das, diese Marke, hatte ich in einer Box, Classy Box. Dann von Adidas ein Deo leer gegangen, so ein kleines, so eine kleine Größe für unterwegs, fand ich gut, habe ich auch schon öfter mal benutzt und weiß nicht, ob ich es auch noch mal da habe. Dann von Isana eine Haarkur Intensivpflege, ja. Diese hier, die habe ich mal zugeschickt bekommen. Ja, Honig- und Vanilleduft hat mir gut gefallen. War ein schönes Produkt, muss ich wirklich sagen, hat mir gefallen. Und weiß ich aber nicht, ob es das noch gibt. Würde ich mir aber auch mal wieder nachkaufen. Dann ist leer gegangen. Peeling.
Von Pure Bee mag ich super, super gerne. Das ist ja auch handgemacht mit echtem Honig und ja, sehr, sehr toll. Da habe ich hier einmal die Variante Lavendel. Hat mir gefallen, obwohl ich Lavendelduft überhaupt nicht mag. Und dann habe ich hier noch das hier mit Kirsche. Vom Geruch her, wenn man so dran gerochen hat, fand ich das hier eigentlich am besten als Sorte. Aber unter der Dusche fand ich es irgendwie nicht so geil. Weiß ich nicht, in Verbindung dann mit der Haut, mit Wasser, hat das nicht mehr so gut gerochen. Ja, hat mich ein bisschen überrascht, aber die anderen Sorten waren bisher alle toll. Dann leer gegangen 160 Wattestäbchen hier von DM. Ich habe jetzt auch Wattestäbchen da, aber die sind komplett in einer Papierverpackung und nicht mehr mit Folie, also viel besser. Dann von Nivea Augen-Make-up-Entferner ist leer gegangen. Den fand ich wirklich gut, würde ich mir auch mal wieder nachkaufen. Ja, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Man musste nicht so lange schrubbeln. Es ist alles gut abgegangen, hat mir wirklich gefallen. Und dann ist wieder leer gegangen reinigendes Micellenwasser von Simple. Das hatte ich auch in der Box mehrmals. Ich glaube zweimal, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon zum zweiten Mal leer gemacht. Ich habe das jetzt nicht überprüft auf welche Art von Micellen, von Tensiden da drin sind. Das werde ich alles noch machen. Ich werde das jetzt trotzdem wegwerfen. Ich habe überlegt, ob ich die ganzen aufgebrauchten Micellenwasser aufheben soll. Aber wo soll ich das denn alles aufheben? Weil ich die ja alle durchteste. Aber ich meine, ihr verfolgt meine aufgebrauchten Videos. Oh, ich habe so trockene Augen. Es tut mir leid. Ich blinzel wahrscheinlich auch schon total langsam, aber ich bin super müde, es ist gleich 12 Uhr nachts und ja, das ist das letzte Video, aber was ich abdrehe. Ja, ich werde das nicht aufbewahren, ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, was ich so benutzt habe, ich werde es dann auch nochmal sagen, dass ich das selbst schon mal benutzt habe und ich weiß ja dann auch meistens noch, wie ich es fand. Ja, ich werde da auf jeden Fall gucken, was ihr so häufig benutzt, was es so in der Drogerie gibt, in welchen verschiedenen Preiskategorien und werde das dann alles prüfen, was für eine Art Tenside da drin sind, ob die gut sind, ob die nicht so gut sind, für welche Haut die geeignet sind und dann werde ich darüber ein Video machen. Jetzt so auf den ersten Eindruck hat es mir aber gut gefallen, aber ich weiß halt nicht, was drin ist. Da bin ich ehrlich, ich habe da nicht nachgeschaut. Ich habe es jetzt halt einfach mal benutzt, unvoreingenommen. Dann aufgebraucht, super, super schade, aus der Jowa Box mein First Spray Serum von Dalba. Das war so, so toll. So ein tolles Serum zum Aufsprühen. Das ist super schnell gegangen, hat toll gepflegt. Bin ich ein bisschen traurig, dass es leer ist. Könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen, ist aber nicht so günstig. Und eigentlich, ich habe auch eine Sendungsbenachrichtigung bekommen, dass meine Box unterwegs ist und eigentlich am 20. Juli eintrifft. Wir haben jetzt den 3. August und sie ist nicht gekommen. Ich kann die Sendung aber auch nicht verfolgen, das geht irgendwie nicht. Schade. Weiß nicht, was da passiert ist. Ja, dann ist noch hier aufgebraucht eine Maske. Das war so eine kleine Anwendung, habe ich halt mal gemacht. Fand ich nicht schlecht, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Dann mein Augenroller von Isana ist leer gegangen. Ja, war okay, aber von Dalton ist viel, viel besser. Aber ist natürlich auch ein enormer Preisunterschied. Es ist in Ordnung. Ich habe das zu Ende benutzt. War okay. Aber außer gekühlt hat der nicht sonderlich viel gemacht, hat nicht geglättet, aufgefüllt, jünger aussehen lassen, der hat einfach nur gekühlt. Genau. Dann von Zendium, das hat mein Mann aufgebraucht, ich glaube seine Tüte ist wirklich voll. Die Zahnpasta kann ich nicht so sagen, habe ich nicht benutzt, ist jetzt aber halt leer. Dann habe ich noch zwei Produkte und super viel dekorative Kosmetik, also was in mein Projekt wandert, was ich alles in einem Jahr an dekorativer Kosmetik aufgebraucht habe. Da zähle ich auch noch mehr dazu, nicht nur Schminke fürs Gesicht, aber das sage ich euch gleich. Ich habe noch aufgebraucht die straffende Augencreme von Judith Williams, fand ich in Ordnung, aber ich habe die nicht lange in Anwendung gehabt und ich musste den Rest jetzt für die Ellbogen benutzen, weil das gekippt ist.
Und das wollte ich mir dann nicht mehr unter die Augen schmieren. Ich habe das aufgemacht und habe das dann auch benutzt. Da steht, es ist 12 Monate nach Anbruch haltbar, war es leider gar nicht. Ich habe das vielleicht 3 Monate in Anwendung gehabt. So eine Augencreme, 15 Milliliter, hält unheimlich lange, wenn man das nur für die Augen benutzt. Und ich habe die immer jeden Tag in Anwendung gehabt und schneller geht es einfach nicht. Und trotzdem ist sie gekippt. Fand ich nicht ganz so gut. Dann werde ich was aussortieren und zwar von Ultrasun diese Sonnencreme fürs Gesicht. Lichtschutzfaktor 50, alles schön und gut, aber die lässt sich überhaupt nicht im Gesicht verteilen. Man sieht aus wie ein Geist, das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, okay, wenn es halt nicht fürs Gesicht geht, dann nimmst du es fürs Dekolleté oder für die Schultern. Mhm. Ja, gleiches Spiel, das lässt sich überhaupt nicht verteilen und das zieht auch nicht richtig ein, das hinterlässt voll den weißen Schleier und das Schlimme ist, unter der Dusche, das geht nicht ab, das geht einfach nicht ab, ja, wasserresistent steht da drauf, ja, das geht nicht ab, man muss das richtig so abschrubbeln und so, da bilden sich dann so Würstchen und man muss da richtig schrubbeln, das tat auch weh, ne, also, ne, weg damit, also das benutze ich nicht mehr, das war, ich dachte echt unter der Dusche, das kann mir jetzt nicht wahr sein, wie kriege ich das wieder ab? Also das war schon, ja, ein Erlebnis. Ich habe dann nur gedacht, oh nein, ich muss jetzt die ganze Zeit hier rumrennen, wie so ein Geist. Das wird dann auch so richtig schlierig und, was ist das denn? Und dann kommen wir, ich habe jetzt endlich Platz, die Tüte ist hier weg, zu den dekorativen Produkten, die ich aufgebraucht habe. Dazu zähle ich auch Nagellacke, Parfum und Bodysprays, weil das mein Projekt ist und ich das so mache. Ja, der Essie Good To Go, da ist noch ein bisschen drin, aber das ist eingedickt. Ich kriege das nicht mehr raus. Es ist für mich jetzt aufgebraucht. Ja, es ist noch so ein bisschen drin. Aber ja, ich zähle es jetzt dazu. Es geht einfach nicht mehr und ist deswegen jetzt aufgebraucht. Dann Parfum leer gegangen. Oh, ich habe hier noch Swatches hängen. Parfum leer gegangen von Max. So kleine Größen, die beiden, die waren toll, haben aber nicht lange gehalten. Die habe ich fürs Büro immer benutzt und habe dann mittags was anderes benutzt, was ich im Büro habe. Habe das nochmal aufgefrischt, weil das halt einfach nicht lange hält. Das sind 15 Milliliter jeweils, aber waren schön. Habe ich mal im Sale gekauft. Dann leer gegangen. 2x Mascara und zwar, die habe ich schon ewig gehabt. Die waren auch ein bisschen trocken schon. Diese hier, das war früher meine allerliebste von. Meine allerliebste von Max Factor. Langsam, du hast es gleich geschafft. Masterpiece Mascara und zwar war das beides mal Black Brown, also so eine braune Mascara. Ich zeige es euch mal. Das ist das Bürstchen. Ja, da kommt jetzt halt nichts mehr ab. Und habe ich immer halt benutzt, wenn ich mich hell geschminkt habe. Ja, mache ich auch ab und zu mal, dass das nicht so bam wirkt einfach. Und genau, aber ich würde es mir nicht mehr nachkaufen, weil man benutzt es nicht so häufig, eine braune Mascara, und dann wird es wieder trocken und dann ist es so schnell leer, so wie es jetzt hier der Fall war. Deswegen, dann aufgebraucht, naja, von Rival de Loupiang, der Eyeliner Pen, voll der Scheiß. Ich habe das überhaupt nicht oft benutzt, mal nicht mehr, obwohl ich es auf dem so hingestellt habe, dass das runterläuft in die Spitze. Also ich habe das noch nicht mal einen halben Monat benutzt. Fand ich nicht gut. Dann mein Liquid Ink Eyeliner von Essence. Da brauche ich auch so circa anderthalb jedes Jahr auf. Ich habe jetzt wieder 9 da, auch immer in Verwendung. Für mich ist das der beste Liquid Eyeliner und ich benutze eigentlich fast nur noch den da. Ich habe jetzt auch noch einen Haufen Stifte da, die möchte ich jetzt auch noch zwischendrin aufbrauchen. Deswegen denke ich, dass mir der andere dieses Jahr noch reicht und ich dann wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr wieder 9 brauche. Also der hebt richtig lang, der trocknet auch nicht aus.
Dann von Smashbox eine Augenbase ist leer gegangen. Die fand ich gut. Fand ich gut, hat mir gefallen. Ein Bodyspray von Stock Diamond. Das ist so ein Hotel und die haben auch eine Kosmetiklinie, weil das ist so ein Wellness-Spa-Hotel. Und da habe ich das Körperspray hier gehabt. Das habe ich auf einem Blogger-Event bekommen. Und Geruch war toll. Das waren 20 Milliliter und habe ich mir auch gerne abends aufgesprüht, weil der Duft einfach so schön entspannend war. Und dann habe ich noch ein Concealer, und zwar ist das der Fit Me Concealer von Maybelline. Man kann gar nichts mehr erkennen. Ich habe da auch den Stopper abgemacht. Da ist jetzt, ist nichts mehr drin. Ist komplett leer. Und was jetzt auch demnächst leer ist, ist dann auch der hier von Catrice. Da habe ich jetzt auch schon den Stopper entfernt, aber der hat es nicht mehr geschafft jetzt hier ins Video. Wird dann im nächsten Video landen. Dann habe ich noch ein Fixing Spray aufgebraucht, hier von Catrice Prime and Fine. Und ich habe ja gedacht, das wird besser jetzt mit meinen Fixing Sprays. Ich habe so viele aufgebraucht. Benutze ich ja halt auch täglich. Und habe jetzt aber super viele geschenkt bekommen. Also, nee, das war wohl nichts. Ja, aber macht ja nichts. Brauche ich ja immer. Das fand ich ganz gut, würde ich mir aber auch nicht mehr nachkaufen. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dass ich es mir nachkaufen würde. Und dann ist noch leer gegangen ein Lip Liner von Trend It Up. Der hat die Lippen schon ein bisschen ausgetrocknet, der ist leer. War okay, aber ja, hat schon ein bisschen ausgetrocknet. Das war's mit dem Video. 24 Minuten, ein bisschen werde ich schneiden. Geht doch noch. Mir kommt es schon ewig vor. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.